Leute, es ist wieder Sommer, das bedeutet Strandzeit und dementsprechend gibt es heute passende Beachlooks. Ja Leute, heute gibt es ein paar Beachlooks als Inspiration für euch. Meine Stylistin hat sich wieder riesengroße Mühe gegeben und wir haben den Looks auch wieder passende Namen gegeben. Und alle Looks verlinken wir natürlich wie immer auch unten in der Box, falls ihr Lust habt, die Looks nachzushoppen. Look Nummer 1, Beachlook Nummer 1 ist der Adventure Beach. Ja, nicht jeder liegt einfach faul am Strand, sondern es gibt auch die Leute, die vielleicht einfach mal zu so einer verlassenen Bucht hinwandern möchten. Und dementsprechend muss man natürlich passend ausgestattet sein. Deshalb auch hier eine multifunktionale Tasche mit dabei, die man als Rucksack verwenden kann, aber auch ganz normal als Tasche nutzen kann, wo man natürlich jegliche Utensilien wie Wasser, Sonnencreme etc. verstauen kann und natürlich auch mit Cappy und Sonnenbrille, damit man auch gut geschützt ist von der Sonne. Also falls du derjenige bist, der einfach so diese verlassenen Buchten einfach so ein bisschen ansteuert oder erstmal über Stock und Stein hinwandert, ist das ein guter Look für dich. Weiter geht's mit einem Look für den Beachclub. Wenn du nach dem Strand vielleicht nochmal Lust hast, irgendwie ein paar Drinks zu nehmen, dann habe ich jetzt ein gutes Outfit für dich. Unten trage ich Schuhe, finde ich irgendwie ein bisschen angezogener, wenn man irgendwie nochmal nach dem Strand weitergeht. Und eine sehr hochwertige Badeshorts, die auch eigentlich ganz normal als normale Shorts durchgehen könnte von Ralph Lauren. Und ein etwas außergewöhnlicheres Hemd, was ein bisschen besonderer ist. Und das ist mein Go-To-Look, wenn ich jetzt zum Beispiel anschließend nach dem Strand nochmal ein paar Drinks nehmen würde. Weiter geht's mit dem Chili Vanilli Beach Look. Und zwar ist der für mich perfekt geeignet dafür, wenn du einfach beim Sundowner einfach ein bisschen länger am Strand chillen möchtest, vielleicht noch ein Veneto eingepackt hast in der passenden Tasche und dann einfach noch ein bisschen länger am Strand verweilst, um einfach den Sonnenuntergang bei einem Wein zu genießen. Mit Hoodie ist es einfach ein bisschen entspannter und Leute, wenn man sich das Outfit von oben bis unten anguckt, das sieht auch einfach geil aus mit den passenden Latschen und dann findet man das Geld nochmal in den Badeshorts wieder. Einfach ein Träumchen. Oder was sagt ihr? Schließen wir das Video ab mit dem letzten Outfit und zwar mit dem Sporty Spice Outfit. Ich habe es eben schon erwähnt, nicht jeder liegt nur am Strand rum und lässt sich die Sonne auf den Pelz bräunen, sondern es gibt auch einige Leute, die einfach sportlich aktiv werden, die zum Beispiel Beachvolleyball spielen wollen oder Beachsoccer spielen wollen und das ist meiner Meinung nach ein ideales Outfit dafür. Gerade dann, wenn man sich die Sonnenbrille anschaut, die ist wirklich top, wenn man irgendwelche sportlichen Aktivitäten am Strand machen möchte. Hier nochmal alle Outfits zum Überblick und schreibt gerne mal in die Kommentare, was euer persönlicher Favorit ist. Falls ihr euch weiterentwickeln wollt, wenn es um das Thema Styling und Outfits geht, dann checkt auf jeden Fall mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling, könnt ihr euch ganz einfach auf euer Handy runterladen und mit dem Gutscheincode DANIELKORTE bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses E-Book. Ansonsten, Leute, schreibt gerne in die Kommentare rein, welches Outfit ihr persönlich am besten fandet. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu schreiben werdet und ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Inspo liefern für eure Beachlooks im Sommer. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Sommer am Strand. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.